Grüß Gott, schön, dass Sie bei uns reinschauen und ich lade Sie ein, bleiben Sie auch ein paar Minuten da. Sie überlegen in diesen Tagen, wie und vielleicht sogar wo es mit Ihrem Kind schulisch weitergehen soll. Ich stelle Ihnen einen besonderen Ort vor, an dem Kinder und Jugendliche gemeinsam leben, lernen und wachsen können. Mein Name ist Thomas Miederer, ich leite das Sängerinternat des Winsbacher Knabenchors. Das ist einer der besten Chöre in Deutschland. Fast schon in Rufweite, nämlich gleich über die Straße ist das Johann Sebastian Bach Gymnasium. Das ist ein ganz normales bayerisches Gymnasium mit einer Besonderheit. Es betreut die jungen Sänger schulisch von der 5. Klasse bis zum Abitur. Bis zur 10. Klasse geschieht das in sogenannten Chorklassen. Das sind unsere Sänger unter sich. Es sind kleine Klassen, 10 bis 20 Jungs sitzen da. Und der Unterricht wird auf das Chor- und Konzertgeschehen abgestimmt. Die Sänger sind immer wieder auf Tourneen oder müssen ganztags für die nächsten Auftritte proben. Das Johann Sebastian Bach Gymnasium macht das möglich durch kleine Klassen, dadurch, dass es den Unterricht auf diese Rhythmen abstimmt und auch durch viel individuelle Förderung. Unterstützt wird diese schulische Ausbildung bei uns im Internat dadurch, dass wir die Jungen und jungen Männer regelmäßig auch hier schulisch betreuen. Die haben zum Beispiel jeden Nachmittag zweimal eine Dreiviertelstunde Studierzeit, verpflichtend. Da ist der Erzieher, die Erzieherin dabei und schaut, dass die ihre Hausaufgaben machen und sich auf Prüfungen vorbereiten. Ich erzähle Ihnen das so ausführlich, weil Sie ja auf der Suche nach einer geeigneten Schule für Ihr Kind sind. Aber in all dem und hinter all dem passiert in einem Internat natürlich noch sehr viel mehr. Die Kinder und Jugendlichen, die bei uns leben, die entwickeln hier Sozialverhalten. Sie lernen Rücksicht zu nehmen und trotzdem eigene Interessen zu vertreten. Sie üben jeden Tag Toleranz ein. Sie merken, dass sie gemeinsam, nämlich im Chor, viel mehr erreichen, als jeder für sich selbst je erreichen könnte. Auf Reisen kommen sie in Familien, da lernen sie ganz andere Haltungen und Lebensarten kennen. Und sie lernen, das zu akzeptieren und zu respektieren. Respekt voreinander, eine ganz wichtige Qualifikation in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, ich halte das alles für ganz wesentliche Erlebnisse und Prägungen. Und wenn es Ihnen auch wichtig ist, dann lade ich Sie ein, uns zu besuchen. Entweder virtuell auf unserer Website oder tatsächlich, indem Sie zu uns kommen. Wir werden das trotz Corona möglich machen. Ach ja, Corona, in diesen Tagen ein großes Thema. Für uns genauso wie für alle anderen Einrichtungen. Aber einen großen Vorteil haben unsere Jungen und jungen Männer. Sie haben, anders als viele Altersgenossen, immer ihre Freunde um sich. Und sie gehen durch diese etwas merkwürdige Zeit als eine große Familie.